Der Boderadweg begleitet das Flüsschen auf den letzten 40 Kilometern durch den Salzlandkreis bis zur Mündung in die Saale bei Nienburg. Ich habe die Strecke unter die Räder genommen und bin immer noch sehr angetan von den idyllischen kleinen Ortschaften, der Ruhe und der Natur entlang des Weges. Aber erstmal der Reihe nach. Die Bode ist ein linker Nebenfluss der Saale im Land Sachsen-Anhalt. Sie hat ihren Ursprung im Harz und wird durch den Zusammenfluss von kalter und warmer Bode gebildet. Bekannter als der Fluss selbst ist sicherlich die Rappbodetalsperre und auch das Bodetal bei Thale, der sogenannte Grand Canyon des Nordens. Ganz so spektakulär geht es auf den letzten Kilometern nicht mehr zu. Die Bode ist mittlerweile eine alte Dame geworden und schlängelt sich gemächlich ihrem Ende entgegen. Der Boderadweg ist lediglich im Salzlandkreis als offizieller Radweg ausgewiesen und so starte ich die heutige Tour in Edgersleben nahe der Ländergrenze zum Bördekreis. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute einmal den Boderadweg unter die Räder nehmen. Das ist ein Radweg, ausgeschildert, 40 Kilometer durch den Salzlandkreis. Und zum Start befinde ich mich jetzt hier in Edgersleben, an der Kirche und an der Bode natürlich. Und ich schaue mir erstmal das Dorf an und reihe mich dann auf den Boderadweg ein. Die MDR-Sendung Unser Dorf hat Wochenende schaute bereits in Edgersleben vorbei. Wer mehr über das Dorf erfahren möchte, wird in der ARD-Mediathek fündig. Der Weg führt weiter über Egeln, Unseburg, Löderburg nach Staßfurt und gemeinsam mit dem Europaradweg R1 über Hohenergsleben und Neugattersleben nach Nienburg zur Saale. Es zeigt sich bereits auf den ersten Metern das Dilemma vieler Radwege, die keine Pflege mehr erhalten. Die Ausschilderung ist nur rudimentär vorhanden. Besorgt euch am besten den GPS-Track, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Die pure Idylle mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Ausschilderung aussieht. Ich habe da keine gesehen. Ich musste mir den Weg wieder so suchen. Kann natürlich auch wieder an mir liegen, weil ich sehe ja nie Schilder. Aber das ist so grundsätzlich, die Radwege sind hier nicht sonderlich gut ausgeschildert. Immer besser vorher den GPS-Track runterladen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also die ersten Meter sind bereits super und hier lasse ich mich mal kurz nieder, genieße mein Bierchen und das schöne Wetter und die Bode. Perfekt bisher. Bode Kilometer 36, das heißt auch für die Bode geht es langsam dem Ende entgegen. Ich erreiche dennoch die Stadt Egeln und schaue mich dort ein wenig um. Dies ist gleichbedeutend mit, ich verfahre mich mal ganz gerne in den Straßen. Mein Ziel, die Wasserburg Egeln, habe ich dann aber doch gefunden. Heutzutage finden dort ganzjährig Veranstaltungen der verschiedensten Arten statt. Eine standesamtliche Trauung ist ebenfalls möglich. So, kleines Zwischenfazit. Ich bin jetzt hier in Wolmirstedt an der Bode, an einem schönen Plätzchen. Und Ausschilderung bislang hat es nicht gegeben. Also ist für mich unverständlich. Die einzige Ausschilderung, die ich gesehen hatte, das war direkt in Edgersleben, als ich gestartet bin. Aber dann auch von der falschen Seite und nur, weil ich mir die Kirche angeguckt habe. Was sehr schade ist, denn der Weg ist wirklich gut. Der ist auch auf der Internetseite vom Salzlandkreis als offizieller Weg beschrieben. Ein Flyer habe ich leider nicht bekommen, hätte ich euch ja gerne immer mal präsentiert. Aber was soll's, wo ich in Edgersleben gestartet bin, da gibt es eine Fleischerei, die Swigulski-Fleischerei. Da habe ich mir Zwiebelwurst geholt. Vorhin in Egeln noch
Brötchen und jetzt machen wir erstmal eine kleine Mahlzeit. Ich durchrade Unseburg und muss öfters auf mein Handy schauen. Die Ausschilderung ist immer noch mager bis nicht vorhanden. Aber dafür ist auch dieser Abschnitt sehr idyllisch. Es macht wirklich viel Spaß hier zu fahren, auch wenn die Baumwurzeln den Weg ordentlich zugesetzt haben. Hier ist jetzt zum ersten Mal tatsächlich eine Karte zu sehen. Ich kam gerade aus Richtung Wolmirsleben. Ich habe vorhin Wolmirsstedt gesagt, also Wolmirsleben. Und ich fahre jetzt hier weiter, das ist nicht ausgeschildert und da führt mich der Weg dann Richtung Löderburg. Also hier an dem Wehr gibt es mal was Touristisches zu sehen. Wenigstens mal ein paar Tafeln, die hier so ein bisschen was erklären. Und wir sehen ja auch die Erklärung, warum es hier ein bisschen touristischer erschlossen ist. Hier führt auch der Europaradweg R1 entlang. Also von daher ist das sicherlich der Grund, weshalb ich glaube, dass ab hier die Ausschilderung auf jeden Fall besser ist. Und ich sehe auch schon meine nächste Route Richtung Artinsleben. Fühlt mich dann der Weg über diese Brücke, da muss ich hin. Bereits 1122 wurde hier die erste Bodemühle erwähnt, die sich im Besitz des Magdeburger Klosters unserer lieben Frauen befand. 1885 brannte dieser Wassermühle ab und im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau wurde 1889 auch das Rothenfürder Wehr modernisiert. Bis auf die Ausschilderung ist der Weg wirklich wahnsinnig klasse bis jetzt. Meist auf diesen ruhigen Wegen hier, die ihr ja gesehen habt, sind jetzt nicht alle asphaltiert, aber gut zu fahren. Jetzt war es noch eine Weile trocken, aber die sind gut zu fahren und es geht immer am Flüsschen entlang und ich glaube, je nachdem wie das Fazit ausfällt, ich könnte mir vorstellen, dass das ein kleiner, nicht Geheimtipp, aber eine kleine Empfehlung werden könnte. Ende des Jahrtausends wurde der Wasserturm als Aussichtsturm umgebaut. Leider gibt es aktuell keine Möglichkeit, den Turm als Radreisender so nebenbei zu besichtigen. Der Löderburger See liegt nordwestlich von Staßfurt in direkter Nachbarschaft zur Bode. Der See ist aus dem ehemaligen Tagebau entstanden, in dem von 1918 bis 1930 Braunkohle gefördert wurde. Mittlerweile ist der See ein bekannter und beliebter Badeort der Region. Neben der 400 Meter langen Strandpromenade mit ausgedehnten Liegewiesen und Badestrand gibt es eine Gaststätte sowie einen Kiosk und sogar eine Wasserskianlage. Übernachten kann man direkt am See in der Pension oder auf dem zugehörigen Campingplatz. Ungefähr ab dem Schloss Gänsefort fällt nun auf, dass die Beschilderung deutlich besser ist. Dies ist auch kein Wunder, denn ich habe mich neben dem Boderadweg auch auf den Europaradweg R1 eingereiht. Dieser führt bestenfalls von London nach Helsinki bzw. Moskau. Auch die Oranje-Fahrradroute führt hier entlang, sodass die Luft hier schon etwas internationaler anmutet. Über diese hohle Brücke muss er kommen. Führt natürlich auch mal wieder über die Bode. Hier gibt's mal endlich mal wieder ein kleines Täfelchen, eine Zeittafel über die historische Brücke, die das hier war. Und über die neue, die sie hier errichtet haben. Und hier nochmal ein paar Meter weiter ist hier endlich, weil hier ein paar halb sogar internationale Routen lang gehen, kann man hier
sogar sehen. Also der R1 Europaradweg, die D3-Route führt hier entlang, Radweg Deutsche Einheit, die Oranier-Route, damals auch mal das Symbol zum Boderadweg. Hier finden wir es endlich mal wieder. Und hier nochmal ein paar Informationen dann zum Europaradweg, Boderadweg. Also ab hier wird die Beschilderung wieder besser. Ah, super. Fantastischer Ausklang für diesen Tag. Staswort wurde am 31. Januar 1852 Geburtsort und Wiege des weltweiten Kalibergbaus. Dort war auch das einstige königliche preußische Salzbergwerk mit den beiden Schächten von der Heid und von Manteuffel das erste Kalibergwerk der Erde. Die Verbundenheit zum Salz trägt ja bereits der Landkreis im Namen. Wer mehr über die Zeit des Salzabbaus erfahren möchte, besucht am besten das Stadt- und Bergbaumuseum. Moin Moin und herzlich willkommen, könnte ich beinahe sagen, denn ich habe mich gestern derart vertrödelt, dass ich einen zweiten Tag einlegen musste, um euch hier den Weg zu zeigen. Ich befinde mich jetzt Downtown Staswort am neuen Teich hier am Teich in der neuen Stadtmitte. Und wir gucken uns hier noch ein klein wenig um und dann geht es am Boderadweg weiter entlang. Vielleicht hatte ja auch jemand von euch Zuschauern diesseits der ehemaligen Mauern ein Fernsehgerät oder eine Musikanlage der Marke FT im Wohnzimmer stehen, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Staswort stammte. Also ab Staswort ist die Ausschilderung nahezu lückenlos, also die ist wirklich dann klasse, was vermutlich auch daran liegt, dass hier der R1-Radweg langführt. Da gibt es sogar auf dem Bohlen hier, Symbole. Also ab hier kann man sich eigentlich nicht mehr verfahren. Im Salzlandkreis werdet ihr auch immer wieder diese roten Stempelkästen wiederfinden. Das ganze System nennt sich Salzländer Kulturstempel und funktioniert wie die Harzer Wandernadel. Wer alle 40 Stempel gesammelt hat, darf sich Kulturkonsul nennen. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache und hilft auch, den eigenen Landkreis noch einmal besser kennenzulernen. Trubel aus Staswort sind wir jetzt entflohen, befinden uns direkt an der Bode, am Boderadweg. Die Bode verläuft hier ursprünglich in den ursprünglichen Flussbetten und wir fahren dann gleich weiter Richtung Hohenergslehm. Und der Raps blüht, die Sonne scheint, was will man mehr? Der Boderadweg verläuft landschaftlich in der sogenannten Bode-Niederung. Der naturbelassenste Abschnitt erstreckt sich zwischen Staswort und der Einmündung der Bohle in die Saale. Die Bode-Niederung wird hier von Ufergehölzen eingerahmt und die Wiesen und Weiden sind mit Baumgruppen durchsetzt. Thront oberhalb der Bode das Schloss Hohenergslehm. Wenn ich hier ab und an mal vorbeikomme, erfreue ich mich jedes Mal an diesem Anblick. Um das Jahr 1500 rum ging das Schloss in den Besitz der Familie Krosigk über. Diesen Namen sollte man sich gut merken. In der Gegend kommt man daran nicht vorbei. Nicht minder interessant ist die sich westlich anschließende St. Petrikirche. An der Südseite der Kirche befindet sich ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
Daneben wird mit einem Kreuz und dem Schriftzug Treue um Treue des Zweiten Weltkriegs gedacht. Erbauet von Gerhard Anton von Krosigk und zum Gedenken von ihm und seiner Frau Luise Henriette von Krosigk. Da oben steht, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das wird ja wohl das Familienmausoleum sein. Also hier, also das Plätzchen ist ja wunderschön in Hohenerxleben. Und an der Familie von Krosigk kommt man hier an dieser Stelle auf keinen Fall vorbei. In vielen Chroniken fällt dieser Name. Jetzt kommen noch ein paar Denkmäler und ein paar Tafeln. Bemerkenswert sind die figürlichen, sehr plastisch gestalteten Grabsteine für die 1620 verstorbene Katharina von Krosigk und ihren 1630 verstorbenen Ehemann Gebhard Friedrich von Krosigk. Überhaupt so erhöht von Kirche und Garten über die Bode in die Ferne blicken zu können, hat schon etwas Besonderes. Wanderkaiserinnen und Wanderkaiser werden, sondern auch im Salzlandkreis gibt es so ein Stempelsystem mit einem Stempelheftchen. Ich glaube, 40 sind es an der Zahl. Und eins davon wartet hier am Schloss Hohenerxleben. Ich weiß nicht, könnt ihr das jetzt überhaupt sehen? Direkt hier am Schloss, hier so ein Schildchen zum R1-Radweg. Also folgt dann besser dem, da seid ihr auf der sicheren Seite. Und da kann man sich das Schlösschen von der Seite nochmal anschauen, guckt hier in das Bodetal hinein. Richtig lauschig. So, hier befindet sich noch ein weiteres Denkmal zur Familie oder für die Familie Gerhard Friedrich Adolf von Krosigk. Dem ist das hier gewidmet. Und ich glaube von seinem Sohn, von Anton von Krosigk, den wir da vorhin schon gesehen haben. Was steht hier dran? Also hier vorne, der Gebhard Friedrich Adolf von Krosigk. Er war vermählt mit Caroline Lisette, geborene von Westfalen, geborene zu Rödeshagen am 5. Oktober 1800, gestorben zu Hohenerxleben am 1. August 63, also 1863. In glücklichster Ehe schenkte sie ihm 6 Söhne und 6 Töchter. Sie aber war holdselig und glücklich. Na dann. Das Schloss wird von einem Schlosspark umgeben, der sich nach Osten erstreckt und entlang des rechten Bodehangs über Löbnitz bis zum Schloss Neugattersleben verläuft. Die Parkanlage entstand ab dem Jahr 1800 und dem folge ich nun. Nachdem man die A14 unterquert, schließt sich der Schlosspark Neugattersleben an. Das Schloss war an diesem Tag leider nicht zugänglich, hier gibt es mal eine ältere Aufnahme zu. Es entstand aus einer bedeutsamen mittelalterlichen Burganlage in Neugattersleben am Ufer der Bode zwischen Halle und Magdeburg im heutigen Sachsen-Anhalt. Es befand sich von 1573 bis 1945 im Besitz der Familie von Alvensleben. So, kleine Runde hier durch das Schloss Neugattersleben und ich fahre jetzt weiter Richtung Nienburg. Also gönnt ihr hier auf dem Marktplatz auf jeden Fall im Café Eiszeit ein gepflegtes Eis, wartet bis zur vollen Stunde und dann gibt es auch in Nienburg ein grandioses Glockenspiel zu hören. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, falls man um die Uhrzeit mal hier ist. Ein Stempel an der St. Marien- und St. Cyprian-Klosterkirche abgegriffen und schon geht es zum Endpunkt des Boderadweges, da, wo die Bode in die Saale fließt und über die Elbe im weiten Meer verschwindet.
Ich befinde mich jetzt hier an der Stelle. Das ist die Saale und die Saalebrücke dazu. Und hier geht es weiter für den Saalestrom. Hier fließt die Bode dann in die Saale. Und damit war es das auch vom Boderadweg. Der endet hier. Zu meiner großen Verwunderung befindet sich hier sogar eine Bank. Da kann ich den Tag noch mal genüsslich ausklingen lassen. Fazit zu der Tour. Also die Tour ist ja ausgeschildert. Die ist nicht ausgeschildert. Die ist ausgewiesen auf der Internetseite vom Salzlandkreis als Radweg. Witzigerweise am offiziellen Startpunkt in Edgarsleben bis Staßfurt gibt es nahezu überhaupt keine Ausschilderung. Holt euch da auf jeden Fall den GPS-Track, denn lohnt tut es sich allemal. Die Wege sind soweit alle klasse. Die sind nicht immer befestigt, aber sobald das Wetter trocken ist, kann man die ganz gut fahren. Ab Staßfurt ist dann, wie gesagt, ausgeschildert. Er verläuft die meiste Zeit an der Bode entlang, das habt ihr ja gesehen. Verdient sich also auch tatsächlich den Namen Flussradweg. Mir hat das mega viel Spaß gemacht. Das sind ja 2 Tage für mich geworden, weil ich nicht fertig geworden bin mit Film. Macht nichts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.